Einen bezaubernden Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum ersten Eindruck von Moods. Moods, heißt Stimmung, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Und ich bin in absolut freudvoller Stimmung. Ich bin ein bisschen müde. Na, diese Aufnahme findet statt, bevor das Game raus ist tatsächlich. Das heißt kurz nach dem Dart-Event. Und ich habe es im Stream jetzt gespielt. Ich habe es so ein Stück weit getestet, ich habe schon ein paar Sachen freigestellt und die Entwickler waren so nett und haben mir sogar noch einen krassen Spielstand gegeben, den wir sogar so ein ganz kleines bisschen genauer anschauen werden. Das ist ein Ersteindruck, das ist auch ein gesponsertes Video, ihr könnt einen Blick in die Beschreibung werfen. Dieses Game ist ein Roguelike. Es ist ein Don Maku, ne? Wir werden also sehr, sehr viele Gegner niedermetzeln, niederbraten, niederschießen hier in dem Fall. Und es ist ein Indie-Game. Ist ein absolutes, kleines, süßes Indie-Game, was ihr auch vorher schon testen konntet anhand einer Demo. Also, ich spiele mit der Tastatur. Es geht auch mit Controller, aber ich finde, Zielen mit der Maus ist bei einigen Spielen dieser Art ein kleines bisschen angenehmer, ne, will ich mal sagen. Wir haben die klassischen Mechanics am Anfang des Games. Ihr kriegt ein Tutorial. Es wird natürlich immer mehr freigeschaltet. Ihr habt hier quasi Langzeitressourcen, so will ich sie einfach mal nennen, die dafür sorgen, dass ihr auch neue Dinge aufbauen könnt. Zum Beispiel hier ein Gewächshaus oder ähnliches, was dann zu noch mehr Möglichkeiten führt, die ihr nutzen könnt, um eure nächsten Runs zu verbessern. Na, ihr könnt also quasi gewisse Waffen zum Beispiel freischalten oder ähnliches. Na, beziehungsweise dann noch Upgrades für langwierigere Effekte, na, oder generell Boni. Bei solchen Spielen erhofft man sich ja quasi auf coole Kombinationen, die man irgendwie fahren kann, um dann ein Bild zu haben, was den halben Bildschirm sprengt. Das ist ja so meine persönliche Lieblingsvariante. Und ab und zu, na, es ist alles so ein bisschen postapokalyptisch. Die Menschen sind anscheinend geflohen, Roboter sind nur noch da, die so ein bisschen, ja, muss schon sagen, so ums Überleben kämpfen. Und ich werde euch natürlich jetzt auch gleich verraten, was es mit den Moods auf sich hat. Zwischendurch gibt es so ein paar Quiz-Mechaniken. Ich mache jetzt einfach so, na, habe jetzt mal außer den falschen genommen. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel spielt und aufmerksam zockt, bekommt ihr von ihm eine Währung. Eine ziemlich nützliche, ne? Also pro Game, pro Runde, sage ich mal, kann man aufmerksam zuhören und dann, oder eine 1:4 Chance haben, um sich quasi entsprechend zu verbessern. In dem Spiel selber, bevor wir uns natürlich gleich reinstürzen, gibt es viele verschiedene Klassen, ne? Einige sind noch nicht verfügbar, das hat natürlich auch was mit dem Release zu tun. Ich bin hier sehr dankbar, dass ich eine Vorabversion bekommen habe, wo aber natürlich alles noch nicht da ist. Mit dem fangt ihr an, das ist so der Klassiker, will ich mal sagen. Der hat so ein Schild, kann Sachen abwehren. Also jeder dieser Charaktere quasi nicht nur Base-Stats, die er bekommt und eine entsprechende Startwaffe, sondern auch eine Ult. No, das bedeutet, hier habt ihr zum Beispiel eine sehr, sehr hohe, also so ein Endlos-Modus, wo ihr unendlich Munition habt und natürlich euch schneller bewegt. Hier ein Schild, hier ein Turret. Na, also wirklich verschiedene Grund-Playstyles. Ich persönlich überlege wieder mit dem hier zu spielen. Das Problem ist halt, der wilde Wüterich hat einen großen Vorteil. Denn der hat, also der ist sehr schnell, was sehr nützlich ist. Und der hat einen sehr schnellen On-Hit. Und diesen On-Hit, den würde ich gerne mit ein paar Sachen testen wollen. Deswegen bleiben wir erstmal bei dem. Bezogen auf das Level-Design habt ihr hier verschiedene Karten. Biome würden wir sagen. In der Demo ist da noch... Also ihr schaltet die nacheinander frei. Na, wir fangen aber an mit dem Klassiker. Das ist, glaube ich, noch das Leichtere. Hier könnt ihr quasi sehen, dass wir uns dann entsprechend durchboxen. Und hier bestimmt ihr mehr oder weniger euren Weg. Also wie ihr lang laufen wollt. Das bedeutet, ihr könnt den Kreis dann quasi drehen und einfach sagen, jo, wir wollen hier lang. Und dann könnt ihr nächste Runde den nächsten Ring drehen. Das heißt, ihr gebt so ein bisschen vor, wo es grob hingeht. Das Tutorial schließen wir jetzt ganz einfach. Und ihr könnt schon sehen, wir können in alle Richtungen uns bewegen. Ich habe hier meinen Controller dabei. Um euch nur mal den Vergleich so ein bisschen zu zeigen. Also ich persönlich bin eher ein großer Freund davon, den Controller zu nutzen und mit diesem quasi rumzulaufen. Aber dann ist Schießen so ein bisschen schwieriger, meiner Ansicht nach. Also wir können es probieren, weil ich mag es grundsätzlich, viele verschiedene Richtungen zu haben. Das ist mir 100 Mal lieber. So, aber wir probieren es mal so. Mal gucken, wie es klappt.
So, unsere erste Kiste wird geöffnet. Es gibt verschiedene Raritäten. Ne? Und die erste gefällt mir schon mal sehr gut. Ich glaube, da muss ich sofort den Controller aus der Hand nehmen. Da muss ich sofort mit der Maus weitermachen, weil das ist jetzt wichtiger tatsächlich. Und zwar können wir hier sagen, dass unsere Geschosse die Möglichkeit haben, noch weitere Geschosse zu schießen. Aber der hier, das Raketenwerfer-Add-on, das hat eine Auslösungschance von 10%. Das ist sehr, sehr, sehr gering. Aber wir haben hier eine Waffe, die unfassbar schnell schießt. Na, 12 Geschosse pro Sekunde, das ist die Hassmaschinenpistole. Die ist fast. Die ist sehr, sehr fast. Ich mache mal den Ton so ein bisschen leiser, weil ich nicht einschätzen kann, wie schlimm es jetzt quasi bei euch ist. Ja, das ist schon... Das ist schon auf jeden Fall ordentlich laut. So, also, wir geben uns rein. Gegner gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche. Wir haben einen Dash, um uns quasi so ein Stück weit abzuwehren. Und wie gesagt, unsere Extra-Fähigkeit, die dafür sorgt, dass wir durchschießen können. Na, und wie gesagt, noch zusätzlich unsere Passive-Effekte. Und diese Raketen, muss ich sagen, die sind sehr nützlich. Außerdem haben wir Schilde. Ne, ihr könnt es schon sehen, dass wir hier diese Zahlen hier unten haben. Und hinter mir sieht jetzt quasi nur die Waffe. Na, das ist einfach nur, dass sie gerade nachgeladen wird. Ihr könnt auch zwei Waffen haben. Ihr könnt auch besser nachladen. Man kann es hier sehen, dass wir in dem gelben Bereich nachladen können. Und das wäre dann so ein bisschen schneller. Ich mache mal bei dem Sound vielleicht den Effekt-Sound ein bisschen geringer. Und dann können wir den an sich nochmal hochdrehen, damit ihr noch ein bisschen die Mucke und so hört. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, so. So ist, glaube ich, optimal. Ja, weil ihr natürlich jetzt die Baller-Sounds sehr, 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 sehr viel hören werdet. Man hat eine Karte, man kann die auch so ein bisschen größer machen, wenn man will, na, um sich dann entsprechend zu orientieren und Entscheidungen zu treffen, wo man halt hin möchte. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn euer Schild ein bisschen getroffen worden ist, ist das, by the way, überhaupt kein Problem. Also kleine Treffer verträgt der Schild. Sollte er ganz explodieren, dann habt ihr ein Problem. Also dann wird es den erstmal nicht geben. Das heißt, ihr könnt so ein Stück weit HP konservieren, vorausgesetzt ihr spielt ordentlich. Na, das ist halt so eine belohnende Sache. So, das wäre das nächste Level. Da wollen wir natürlich noch nicht hin. So, ab und an versucht er nochmal die Ult zu casten. Die Ult kommt halt bei einer entsprechenden Anzahl von Kills. No. Und hier können wir natürlich sehen, dass gerade die Raketen für uns sehr, sehr nützlich sind. Sie fliegen leider gegen Gebäudeteile, aber es gibt noch ein anderes Upgrade, was ich mir unbedingt holen will. Und zwar gibt es Synergien bei Waffen, die explodieren oder generell bei Explosionen. Und das ist so ein Ding, worauf ich so ein Stück weit setze. Denn es gibt hier sein sogenanntes Nuklear-Upgrade. Und das ist dann natürlich entsprechend gut, wenn man viel mit Explosionen und Raketen arbeitet. Na, das Nuklear-Upgrade ersetzt dann quasi mit einer gewissen Chance, außer mit einem gewissen Auslösungseffekt, diese Form von Raketen. Und dann hoffe ich eigentlich, dass die gesamte Zeit mein Bildschirm explodiert. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. So, da unten ist noch ein Raum, da dash ich mir auch hin. Der Dash-Cooldown ist auch recht gering. Ne? Also man kann das auf jeden Fall gut spammen und wird bei einigen Sachen auch später schwerst mehrfach vonnöten sein. So, hier haben wir einen Kettenblitz. Das ist nicht schlecht, weil ich sehr viel schieße. Chance, Gegner in einen Zustand zu begeben, in dem sie weitere Windklingen erzeugen. Das klingt auch not bad. Also wie gesagt, Masse ist unser Ziel. Ungeschoss haben wir geschaut, Gegner in einen Zustand zu geben, der kritische Trefferchance erhöht. Okay. Die Auslösungschance ist nicht schlecht. Und auch die Dauer ist mit 3 Sekunden... Teil in Ordnung. Ich würde aber hier nochmal Blitzsprünge machen. Na, ihr könnt natürlich hier schon sehen, dass wir eine zweite Waffe haben können, was übrigens übel geil ist. Wir sammeln quasi mit der Zeit Erfahrung und können dann unsere Ult auf verschiedenste Art und Weise verbessern. Na, das ist ebenfalls möglich. Innerhalb eines Runs offensichtlich. Und dann können wir hier auch Trades, die wir bekommen haben, hin und her wechseln und verkaufen, was super cool ist. Das heißt, euer Bild, was man ja bei anderen Roguelikes hat, ist ja manchmal unlucky. Und festgefahren und manchmal will man etwas nicht nehmen, wo man ja quasi auf so Rerolls und sowas hofft und ja nicht einen Slot mit einem schlechten Spell oder sowas füllen. Das kann hier nicht passieren. Na, hier kannst du das quasi tatsächlich beiseite legen und dann besser vorgehen. Ich nehme auch die ganze Zeit die Waffen-Upgrades, das ist für mich so das Wichtigste. Waffen-Upgrades oder Geld. Das wäre auch bisher so der einzige Kritikpunkt an dem Spiel. Es gibt auch Läden, also in jedem zweiten Level kommt ein Shop. Und der ist teuer.
Also der ist insane teuer, meiner Ansicht nach. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Dass dann, also du, ich habe das Gefühl, du kannst erst gefühlt beim dritten oder sowas was einkaufen, weil er halt auch zu einer sehr, sehr frühen Stage, so will ich mal sagen, super viel Stuff anbietet, der aber einfach unbezahlbar ist. So, hier sehen wir schon, dass natürlich eine hohe Masse an Geschossen dafür sorgt, dass wir nicht nur die ganze Zeit Blitze abfeuern, sondern auch diese Raketen. Es ist aber gebalanced. Na, das heißt, die Raketen sind natürlich ein guter Bonus-Damage-Effekt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 10, also ich mache immer 5 Schaden oder sowas. Der Damage ist natürlich bei so einer hohen Schussfrequenz extrem bad. Und die ganzen Bonus-Effekte sind ja auch vom Schaden abhängig. Na, das bedeutet 60% der Waffe, 60% von 5 bis 7 ist natürlich auch sehr wenig. Was sich aber, glaube ich, bei der Atomexplosion so ein bisschen ändert, hoffe ich doch. Genau, hier wäre so ein Laden. Und hier kann man jetzt quasi zwei Dinge tun. Also normalerweise kannst du hier einfach einkaufen. Und man sieht es schon, das ist jetzt schon so ein bisschen reduzierter. Aber hier irgendwas für Rüstung zu holen, Waffen kannst du knicken. Also das ist so teuer, Mann. Na, ich könnte jetzt mal gucken, ob jetzt hier was cool oder wirklich gut passt. Hier können wir quasi andere Geschosse fliegen lassen. Das war wieder diese Schwachstellenmechanik. Das heißt, hier würde ich nichts holen. Und wenn ihr die Tendenz habt, euch nichts zu holen, dann zerschießt den Laden. Okay, zerschießt den Laden, doesn't matter. Der wird jetzt natürlich entsprechend sauer sein und euch dann auch nichts mehr verkaufen. Sagt aber selber, dass Zeit alle Hunden heilt. Na, und ihr habt dann in 2 Runden einfach wieder einen Shop. Heilen könnt ihr euch trotzdem bei ihm. Na, aber Fehler, Geschicklichkeitsstufe zu hoch. Wir wurden noch nicht getroffen. Na, ist also alles ganz cool. So, wir gehen mal kurz hier rein. Oh, das ist der Boss. Ah, das war dumm. Weil da fehlt tatsächlich noch ein Raum. So, hier kommt das Interessante mit den Moods. Ihr könnt diesen Boss quasi auf unterschiedliche Weise beleidigen oder generell antworten und euch dadurch den Fight leichter und oder schwerer machen. Na, es kann sein, dass der Gegner dann Freeze-Attacks bekommt, dass er leichter ist, dass er irgendwas schneller ist. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ihr euch dann quasi auch so ein bisschen merken könnt. Wir nennen ihn einfach einen Schrotthaufen. Und hier steht Glüht vor Wut und erhöht die Feuerkraft. Also er ist jetzt besser, aber es verbessert die Belohnung. Also es ist kein klarer Nachteil, den wir jetzt dadurch generiert haben. Na, sondern es ist für uns jetzt hier ein schwererer Fight auf jeden Fall, weil er noch diesen Glüh- und Feuereffekt hat. Na, aber es heißt nicht, dass er jetzt, dass wir jetzt nur einen Nachteil davon haben, ne? Guter Skill wird dann entsprechend belohnt. So, ich muss trotzdem grob gucken, wo er ist. Hat hier natürlich ein sehr, sehr übersichtliches Move-Pattern. Wir wurden aber trotzdem schon einmal getroffen. Also ihr seht, der Schild regeneriert sich dann auch, wie gesagt, wenn ihr erst den Raum verlasst. Und ihr könnt die Ult dann entsprechend auch erst dann wieder aufladen, wenn ihr, wie gesagt, Gegner tötet. Ne? Das hätte ich mir vielleicht auch noch gewünscht, aber das ist dann, glaube ich, auch balancing-wise ein Problem. Wenn ihr, also es gibt auch manchmal so Gegner, wo Ults wieder aufladbar sind, weil irgendwelche Adds gespawnt werden. Aber das macht eventuell einige Begegnungen deutlich, deutlich leichter. Na, und hier ist natürlich gerade die 110% Mobility. Macht halt hier schon so viel aus, dass der Gegner von Natur aus wenig trifft. So, aber ich glaube, ich kann auch in die anderen Räume reingehen. So, Stufe 2 haben wir erreicht. Wir können also C drücken und jetzt zum Beispiel sagen, dass wir mehr Schaden machen oder dass wir Wutausbruch verlängern. Das finde ich eigentlich ganz geil. Zack. Das heißt, der ist jetzt hier aktiv. Dann würde ich jetzt hier aber nochmal rausgehen. Der Shop selber, wie gesagt, oh, der hat hier noch eine Kiste. Und der wird jetzt halt nicht mit uns reden wollen. So, also dann auch, oder es ist ein anderer Händler, ja. Also es gibt auf jeden Fall eine Erklärung, warum wir hier so ein kleines bisschen unfreundlich sein können. Ja, das Gespamme gefällt mir auf jeden Fall. Hier fliegt sehr viel random Shit, aber das Nuklear-Upgrade wäre die Hoffnung. Und das finde ich ja bei so Roguelike-Games sehr, sehr wichtig. Na, dass ihr die Möglichkeit habt, so eine Art Traumbild euch auszudenken oder zu hoffen, dass es genau der richtige Roll kommt. Oh, das war close.
So, zwischendurch aktiviere ich dann die Ultimate, damit ich hier noch hinterherfliegen kann. Der Gegner kann aber auch von diesen Geschossen links und rechts getroffen werden. Also man ist dem Terrain auch feindlich gegenüber. So, weg ist der Letzte. Wenn der Letzte weg ist, dann ist auch das Gebiet wieder deaktiviert. Also die Geschosse, die Geschütze an der Seite sind dann auch nicht mehr funktionsfähig. So, 200 Gold. Na, die andere Option wäre quasi zu sagen, man, dann tu dem Shop nichts, mach den Boss und dann geht man einkaufen. No, aber wir werden ja noch den einen oder anderen Shop-Moment haben. So, Dash-Spam ist auf jeden Fall auch an einigen Stellen sehr wichtig. Wir können natürlich direkt während des Dashens nicht schießen. Aber ihr seht ja, dass die Animation ultra freaking fast ist. Deswegen passt das. Ja, es wäre schon cooler, wenn ich besser nachladen könnte. So, gerade von denen hier, die natürlich sehr nah ran wollen, die machen wir so kaputt. Das Level ist noch viel größer, als ich dachte. Oh shit. Das hat uns gerade super früh den Bossraum präsentiert. So, der da ist sehr nah dran. Aber ihr seht, ja, unser pures Schadenspotenzial, gerade mit der Ult, ist ja einfach schlichtweg insane. Manchmal gibt es auch spezielle Gegnertypen, die einen in so ein anderes Realm bringen. In so eine Art Bonus-Level. Das Ganze gibt es selbstverständlich auch. So. Geschosse mit Minikugeln können diese doppelt erzeugen. Genau, das haben wir nicht. Also manchmal kann man auch Traits bekommen. Was natürlich crazy ist. Oh, was ist das denn? Glitch. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Oh, das traue ich mich nicht. Also wenn ich schon das hier habe, würde ich gerne das Atombomben-Ding probieren. Und wir nehmen natürlich das Add-on, was noch zielsuchend ist. Da ist jetzt nicht jeder Schuss zielsuchend, aber einige. Was ja, denke ich, auch nicht schlecht ist. So, wir dashen jetzt hier wieder durch. Können dann hier nochmal die Kiste öffnen. Geduldsprobe. 3 Sekunden lang nicht schießen. Nee, kannst vergessen. Geschosse schlängeln, also damit fliegen die weiter und kritten. Oder Wurmlöcher erzeugen. Nehme ich. Also alles, was irgendeinen Shit erzeugt, nehme ich auf jeden Fall. Da ist so ein... Oh, das war ganz schön groß. So, wir haben hier das Waffen-Upgrade. Und das, also normalerweise ist so etwas zu holen auch wichtig, weil es ja einfach ein festes Item ist. Aber ich bin eigentlich immer so ein großer Freund davon, erstmal so eine OP-Waffe zu haben, weißt du? Und dann später, ich meine, jetzt werden wir eh nicht getroffen. Also wir werden ab und zu getroffen. Aber bisher funktioniert es ja ganz gut. Wir haben jetzt hier so ein Upgrade-Variante, was ganz cool ist. Das bedeutet, ihr könnt Spells oder Waffen, die ihr habt, verbessern. Ich bin da ein großer Freund davon, einmal die Pistole zu nehmen, weil hier +1 Damage zu machen, ist 20% mehr Schaden. Also hier macht +1 sehr, 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 sehr viel, weil es ja auch die ganzen anderen Dinge ebenfalls erhöht. Genau, weil hier kann man ja hier kann man ja quasi auch dafür sorgen, dass es schneller ausgelöst wird, dass der Radius größer ist und dass es dann eine höhere Prozentzahl ist, aber es ist nur 5% mehr. Also ob 60 oder 65% ist, juckt mich null. Dann will ich lieber noch mehr Damage. Genau, noch mehr Damage auf der Hauptpistole, weil das dann die Blitze verbessert, die Geschosse, also einfach alles. Ja, das ist wirklich gut. So, Magazingröße können wir vielleicht noch überlegen. Sowas ist dann auch recht gut. Oh, theoretisch können wir auch nochmal rangehen. Vielleicht so einmal das noch verbessern. So. Und das war's dann. Ja. Also ich brauche jetzt auch im Shop selber nichts Großartiges. Ja, hier muss man so halb durchdashen. Aber die Raketen und die ganzen Blitze machen ja alles. Also hier haben wir so ein komplettes On-Hit-Bild. Hier werden wir übrigens auch geslowed. Ne? Das ist wohl jetzt keine Slow-Mo oder sowas. Sondern es gibt auch Bodeneffekte, die natürlich einen Nachteil bringen. So, hier haben wir so einen Turm. Wir können entweder direkt den Turret fertig machen oder die einzelnen Ankerpunkte. Also die Energieversorger. Aber wir haben hier so viel bouncenden Schaden.
dass wir, glaube ich, das Geschoss direkt vernichten. Damit auch Level 3 erreichen. Können wir gleich C drücken und sagen, Kontaktschaden oder einen zufälligen Effekt. Finde ich gar nicht so bad. Finde ich gar nicht so schlecht. Hier müssen wir natürlich den ganzen Bums einsammeln. Notfalls könnt ihr mal auf die Karte gucken. Also da könnt ihr auch sehen, wenn noch was rumliegt, was ihr noch einsammeln könnt. Na, falls ihr irgendwas nebenbei zerschossen habt. So. Jedes Geschoss, das der Gegner trifft, erzeugt eine Pfütze. Okay, das ist auch nicht schlecht, weil das über die Masse kommt. Pfützen machen auch einen festen Schaden. So, hier können wir Add-ins deaktivieren. Das bedeutet, wir machen mehr Schaden gegen Champions und er holt keine Verbündeten. Oder Kreisen. Aber ich glaube, wir machen den Sprengler. Das heißt, wir schießen und haben eine gewisse Chance, dann quasi auch so Pfützen, sag ich mal, zu generieren. So Säurepfützen, so kann man das bezeichnen. Ja, die dann natürlich auch viel Damage machen. So, hier gibt es kein Upgrade. Healing brauchen wir nicht. Da oben können wir nicht hin. Na, wir drehen ja immer das ganze Board. Das heißt, wir bleiben sogar einfach bei dem. Und dann drehen wir uns von der Waffe weg, sondern dahin. Das heißt, wir nehmen jetzt mal so ein Rüstungsteil, damit ihr natürlich auch seht, dass es... Ich muss mal wieder gucken, dass die Technik klappt. Damit ihr auch seht, was es noch so für Decision-Making gibt. Das ist ja eigentlich so das Wichtige. Ja, Entscheidungen treffen zu können. Was will ich hier eigentlich? So. Oh, der hat uns erwischt. Das Schwierige an dem Spiel ist dann quasi später, weil es ja auch so eine übelste Bullet Hell ist, wirklich genau zu beobachten, was sind meine Geschosse. Man kann es auch einstellen, by the way, was für eine Geschossfarbe die Gegner haben, was für eine Geschossfarbe man selbst hat. Na, also gewisse Optionen sind da auf jeden Fall gegeben. Und da seht ihr es auch, ne? Das Blaue, das sind dann quasi so extra Säurepfützen. Und im Prinzip ist so mein Ziel, ein Bild zu erschaffen, wo ich schieße wie ein völlig Wahnsinniger. Na, wo ich gefühlt nicht zielen muss. Es gibt ja auch so Charaktere mit, sag ich mal, so Snipern. Und das will ich nicht. Ich will da tatsächlich diesen übelst geilen On-Hit-Bonus. Na, wo die ganze Zeit irgendetwas passiert, während ich hier einfach nur draufhalte. Und mein Gehirn basically gar nicht benutzen muss. Ja, der Gegner benutzt ja auch nicht, ne? Der spammt mich ja auch tot. Aber das läuft gut. Also das war beim letzten Mal viel, viel schwerer. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich kann bisher habe ich den zweiten Boss noch nicht besiegt. Oder den dritten, glaube ich. So, zweiter oder dritter. Einer hat mich getiltet. So, da ist wieder der Laden. Und wir sind arm. Ich zerschieße dem sofort alles. I don't care. Ich weiß nicht, ob das noch einen weitertragenden Effekt quasi hat. Ihr könnt ja auch gamblen, wenn ihr wollt. No, da kann man einfach 20 Geld reinstecken und dann passiert irgendwas. Ich habe es jetzt noch ein einziges Mal gemacht und habe Geld gekriegt, also Plus gemacht. Aber ich denke, das passiert jetzt nie wieder. So. Ja, die Geschosse sind ja so leicht zielsuchend. Man sieht es hier an dem Gewaber und so. Das sieht schon sehr gut aus. Also ich bin super glücklich. Ich brauche nur noch dieses Atom-Upgrade. Oha, genau, das ist jetzt Rüstung. Also, wir können ein Schild... Wiederherstellung plus 1, da weiß ich jetzt nicht. Ach so, genau, der Schild wird, wenn ich den Teleporter benutze. Okay, das ist ja übel geil. Schildwert erhöhen. Und wir kriegen ja noch das hier. Also ihr könnt noch gucken. Genau, Pfützen sind größer. Auslösechance von allen Geschossen werden erhöht. Plus 4 Chancenerhöhung, also alle Chancen. Und Kugeln sind größer. Lol. Nachladegeschwindigkeit. Aber das ist nicht gut. Ja, das probieren wir das mal. Kugeln sind natürlich prozentual größer. Also merken wir nicht. Es gibt so Geschosse, die von Natur aus einfach sehr huge sind. Und wenn du halt klein anfängst, ist es halt einfach terrible. Also das, also prozentuale Mathematik ist ja sehr unangenehm, wenn die Base-Werte schlecht sind. So. Also es macht keinen Spaß zu critten, wenn du einen Damage machst, weißt du? So, Raum haben wir trotzdem komplett auseinandergebollert.
Schießt auf jeden Fall die ganzen Fässer ab und sowas. Also ihr braucht hier jeden Cent. So, dann schießen wir das Magazin leer. Dann drücken wir die Ult, damit das Magazin quasi instant wieder voll ist. So, und denkt daran, wie gesagt, das ist ein Indie-Game, ne? Also ich erwarte hier nicht die übelste Super-Space-Grafik, sondern das, was ich erwarte, ist gute FPS. Ne? Ich kann sehen, was ich tue und ich kann ein dummes Bild bauen, was dafür sorgt, dass ich den Raum sprenge. So, das sind meine Erwartungen an das Spiel. Traum, wie gesagt. Also für mich ist es immer noch cool, wenn man Controller natürlich noch gut nutzen kann. Weil wir das Movement... Also Movement wird später extrem wichtig. Und ich kann halt mit Maus und Tastatur nun mal deutlich schlechter ausweichen. So, und da ist der Bossraum. Der ist da unten. Da gehen wir aber noch nicht hin. Unser Damage ist absolut illegal, by the way. Also gerade das schwarze Loch ist da sehr, sehr fleißig. Ja, es freut mich richtig, dass ich im Stream so heftig versagt habe. Und jetzt hier nach einer kurzen Pause deutlich, deutlich besser bin. So, genau, den kann man jetzt unterschiedlich auch wieder beleidigen. Ich würde mal sagen, warte mal, irgendwas war mit seinem Hammer. Ich glaube, das hier kräftigt seine Rüstung und greift fest seinen Hammer. Okay, schade. Na gut. So, der hat eine sehr spezielle Mechanik. Das heißt, nicht nur wirft er seinen Hammer und macht dadurch 10 Milliarden Geschosse, sondern der wird erstmal, der ist quasi sehr lange unverwundbar. Aber wir können den quasi hier so runterschießen. Und wenn wir den hier so runtergeschossen haben, dann können wir ihn actually auch Damage machen. Na, er ist dann quasi wie auf so einer Schraube. Da, jetzt kann man es quasi sehen. Dann stürzt er da runter, da kann man ihn auch gut verletzen. Und dann geht er aber wieder in den Schrauben-Unverletzlichkeitsmodus. Das heißt, spätestens hier müssen wir extrem viel dashen. Und wir können quasi immer nur abschnittsweise seine Ult oder seine HP-Bar überhaupt angreifen. Hier ist ein bisschen schade, dass die Ads nicht für die Ult zählen, würde ich sagen. Das heißt, die ultimative Fähigkeit ist ja genau das, was ja den großen Unterschied macht zwischen den einzelnen Charakteren. Oh, da muss man aufpassen. So, ich habe das Gefühl, dass einige Geschosse von dem Gegner tatsächlich Tracking haben. Wäre noch besser, wenn ich besser nachladen könnte. Scheiße. Jetzt habe ich es probiert und völlig vergangen. So, jetzt wird er wieder hochgefahren. Wir fahren den jetzt so schnell wie es geht wieder auf Null runter. Na, und dann sind das natürlich sehr, sehr klare Phasen. Oh, shit, jetzt hat mich irgendwas getroffen. So, hier kommt er auf mich zu. So ist perfekt. Schwarze Löcher machen Arbeit. Das habe ich übersehen. Das war nicht gut. Ja, man muss halt wirklich dann gucken, wo sind die Geschosse. Und die richtigen Pros kriegen, wie gesagt, die Nachladung deutlich besser hin als ich jetzt. Ich achte viel lieber darauf, erstmal nicht getroffen zu werden. Wenn man sieht, dass so einige Geschosse haben, so ganz leichtes Tracking. Ganz dezent. Das aber geht extrem schnell. So, ich glaube, das könnte jetzt schon reichen. Ja, jetzt ist er quasi wieder runtergeflogen. Oh, das war's. Sehr gut, okay. Ich habe aber trotzdem ein Shield verloren. Ich weiß nicht, ob ich dann ein Shield wiederkriege. Haben jetzt auch immer noch sehr wenig Geld. Also Geld ist bei dem Game wirklich ein Problem. So, tödlicher Abschied. Geschoss haben eine Chance, beim Aufprall in Minikugeln aufzuzeigen. Genau, das ist halt übelst interessant. Na, das bedeutet, jetzt haben wir quasi Minikugeln auch freigeschaltet. Weil Minikugeln oft ein Trade sind, der bei anderen gefragt ist. Und wir nehmen die Minikugeln. Das heißt, wir können jetzt hier schon sehen, dass da natürlich eine gewisse Chance ist, dass die dann noch am Ende aufplatzen. Am Ende ihrer Reise.
So, dann nehmen wir nicht die Rüstungsteile, sondern wir nehmen den Boy. Ja, und dann müssten wir Geld nehmen oder so. Also man kann sich die Scheibe, wie gesagt, zurechtdrehen, wie man den Weg irgendwie grob gehen möchte. Was ich ja eigentlich ganz, ganz cool finde. So. Plus 1 Schild, genau. Das ist ganz geil, aber es lohnt sich nicht, nochmal mehr auf Nachladegeschwindigkeit zu gehen. Ich würde schon sagen, dass wir die Waffe einfach höher leveln. Damit wir einfach legit mehr Damage machen. Wie gesagt, die ganzen Nebeneffekte sind halt alle prozentual. Oh. Ein Shot kriegt keiner. Okay. Sobald ich eine aufmachen will, werden Ritter... Oh, das ist ja cool. Wenn du mir hilfst, sie loszuwerden, bekommst du 2,3%. Ich möchte verhandeln. So. Na gut. So. Ja, dann los. Warte. Ach ja. Ich dachte, es ist irgendeine Truhe. Ja, das ging ja super schnell. Okay. Bam. Das ist auch wieder für das Late Game. Das machen wir hier alles. Also nicht für das Late Game, sondern für den nächsten Run. Ich würde gerne noch eine Kugel, noch eine Truhe aufmachen. Ach, kann ich nicht. Ich kann echt nur eine aufmachen? Oh, das ist aber sad. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie der Zonk, falls ihr das noch kennt, Leute. Da habe ich hier nur das eine Tor jetzt genommen. Und hinter dem letzten war ein Auto. Da haben wir irgendwann mal im Matheunterricht ausgerechnet, dass man immer den Zettel nehmen sollte. Weil es dann die Wahrscheinlichkeit irgendwie verringert, dass man den Zonk oder so kriegt. Also irgendeine krasse Formel war da dahinter. So, am besten hier übrigens nicht an den Linien entlang laufen. Also da, die detekten dich quasi und dann schießen die auf dich. Aber hier ist arsch viel Platz. Das ist ja ultra geil. Das ist viel, viel angenehmer. Und ich habe jetzt auch diese Schildregeneration gepeilt. So, weg, 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 weg. Nice. Also ich bin übel gut. Das ist super. Das ist absolut fantastisch. Ich hoffe die ganze Zeit auf das Atombomben-Upgrade. Weil hier finden echt sehr gut und sehr regelmäßig Explosionen statt. Und das ist ja ein bisschen the dream. Hier haben wir noch ein Level. Gegner verlängern das. Ist, glaube ich, nicht super worth. Aber ich will ja dahin hingehen. Ich glaube, es ist nicht super worth, weil die... Also, weil nicht jeder Boss etwas extra spawnt. Ich will ja nur gegen Bosse gut sein. So, der Zersetzer. Okay, kritische Treffer erzeugen einen Ring aus Schwertern. Mhm. Geschoss haben die Chance, bei Gegnern eine Strahlung auszulösen. Welche allen in der Nähe. Okay, das ist nicht gut, weil alle in der Nähe ist... Also das ist, glaube ich, das Problem auch mit der Atomrakete, merke ich gerade. Weil die macht quasi Strahlung. Und Strahlung macht auch mir Damage. Aber ich kann hier noch was reintun, merke ich gerade. Ja, wir machen mal das hier. Können wir hier unten noch was reintun. Also das ist so das Einzige, was ich noch lernen muss. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe mich schon mal selber damit getötet. Aber vielleicht habe ich einfach irgendwas anderes übersehen. So. Ja, wir machen mal das hier. Wir machen einfach nochmal Geld.
Und dann kriegen wir bestimmt noch mal so ein Gerät, wo wir einfach das Level erhöhen können. Das Bild hier wackelt, finde ich witzig, wenn ich meine Maus bewege. So, weg damit. Und los. Oh ja, genau. Das ist der da ist ein Riesenproblem. Der hier quasi so ein Schild aktiviert. Und dieser Schild, also diese Abprallschüsse, die machen sich sehr krass bemerkbar. Autsch. Okay, das sieht gut aus. Ja, manchmal kann man auch Gegnern einfach aus hoher Distanz fertig machen. Leute, ich habe einfach die Sache auf den Tisch zerstört. Wir gehen dann sowieso nochmal hoch. Ist das hier? Oder was mach? Ja, da war ich ja schon. Ach, das ist der Laden. So. Okay. Also das ist hier noch überschaubar. Das ist das Strahlungsding. Geschosse fügen feindlichen Geschossen Schaden zu. Ich weiß nicht, ob die 10% heißt, dass ich 10 mal treffen muss, weil generell ist das ja eigentlich not bad. Oh, und sonst hat er gar nichts. Wow. Ja, den zerschieße ich ja alles. Das wusste ich nicht. Also das ist ja der schlechteste Laden, den ich je gesehen habe. Aber es ist irgendwie cool, die Idee zu haben, dass ja jeder bei jedem Computerspiel, was in eine rogige Richtung geht, immer den ganzen Laden zerfeuert. Und zum ersten Mal tatsächlich darauf reagiert wird. Finde ich schon irgendwie ein bisschen geil. So, hello. Oh, der hat mich übelst geslowt. Das ist nicht geil. Sehr viele Verfolgungsschüsse. What the fuck? Der übertreibt ja völlig. Okay. Ja, so viel habe ich auch noch nicht gesehen. Gehen wir da hoch, weil wir immer noch nicht den Bossraum gefunden. So. Oh shit, war das viel. Ja, das ist immer das Schwierige, ne? Der Gegner vermüllt halt tatsächlich alles. Und ich mache das gleiche selbstverständlich auch. Holt es wieder ready. Bruder, wie viele Räume gibt es hier bitte? Zwischendurch schießt ja auch die Musik auseinander. Denkt dran, das ist Early Access noch. Na, also geht nicht zu hart in die Bewertung ein. Ich habe mir das versucht quasi auch vorzunehmen, gerade wenn das, wenn Teams sehr, sehr kleiner Natur sind, nicht zu hart mit der Bewertung zu sein. Mein Sohn programmiert ja auch gerade so seine ersten kleinen Computerspiele mit Scratch. Und ich versuche dann trotzdem halbwegs ordentlich in die Gefühlswelt der anderen einzutauchen. Und dann auch quasi zu verstehen, okay, wie viel Arbeit ist der ganze Bums? Und was ist denn wirklich die große Problematik dabei? Na, also einfühlsam zu sein ist ja gar nicht so leicht. So, Bossraum wurde freigeschaltet. Das heißt, wir gehen genau in die andere Richtung. Oh, ist das eine geheime Tür gewesen? Oh shit, der hat mich angecharged. Oh no. Ah, jetzt habe ich den Schild verloren. Fuck. Oh, das ist nicht gut. Weil wie gesagt, der regeneriert sich ja bis zu einem bestimmten Punkt. Also lange noch ein bisschen was übrig ist. Ah, das ist ärgerlich. Aber das hier? Okay. Das da oben sah aus wie eine Tür. Da oben ist noch eine. Das ist ein sehr großes Level. Also so groß habe ich es auch noch nicht gesehen. Das ist ein absolutes Monster-Level. So, pop, 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 pop. Ja, die FPS geht schon mal flöten.
auch ein gutes Zeichen, dass wir hier das richtige Bild haben. Je weniger Frames, desto stärker ist dein Bild. Und das ist noch ein Raum. Ah, geil. Alter, was? Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich nochmal eine Chance bekomme, einzukaufen. Aber dann ist das auch weird, dass ich dann so einen schlechten Shop quasi habe, ne? Also wenn man schon mal die Chance hat. Das ist ein bisschen unlucky. So, Ult wieder ready. Ich wurde leider getroffen. Man hat auch dann so passive Boni, die man natürlich dann später freischaltet, was ich euch am Anfang so ein bisschen gezeigt habe. Und da gehört natürlich der Klassiker dazu, dass ihr quasi nach jedem Raum, den ihr geklärt habt, nochmal Leben bekommt und so. Also HP ist ja hier ein sehr kostbares Gut. Ich spiele das hier gerade nicht optimal. So, das hat funktioniert. Da unten ist was. So. Jetzt können wir hier nochmal porten. Genau, okay. Ja, ich glaube, ich gehe mal nicht zum Shop und hoffe einfach, dass dann noch vor der letzten Stufe es noch einen geben wird. Das würde mich zumindest glücklich machen. Wo ist er denn? Ach, da. Sieht aber nicht so aus. So, jetzt ist die Frage, ob wir den König auch beleidigen dürfen. Ist das erlaubt? So, seit wann brauche ich einen Grund, um Öl zu vergießen? Das Schicksal aller Max ist wichtiger. Getroffen schießt Mitrion und kämpft allein. Oh, das ist schon mal gut. Okay. Also wir haben schon mal dafür gesorgt, dass er... Alter, ja, jetzt hat es die FPS zerballert. Oh mein Gott. Warte mal, was ist das für eine Schockwelle da? Ist das was Gutes? Er hat die Richtung verändert. Er saugt mich ein. Ich konnte jetzt nicht überall hinlaufen. So, aber er bleibt in der Schockwelle. Also er kassiert übelste Sorte. Ich glaube, mein Bild ist absolut überragend, Leute. Ich habe hier so viel Shit, der hier noch geflogen kommt. Aber das ist bestimmt nur die erste Phase. Ja. Da sehen wir es schon. Das fand ich jetzt auch kurz zu leicht. Oh, der Sliced. Der läuft so ein bisschen schräg. Das finde ich geil. So, ja, die Dashes habe ich nicht unendlich. Ich muss es doch auch doch ein bisschen kontrollierter machen. So, also wie gesagt, verzeiht auch Performance-Probleme. Das hier ist ein Beta-Zugriff. Boah, das wird nicht, wurde davor gewarnt. Oh, bisher ein geiler Boss. Bisher absolut... Oh, der kommt da von oben, fuck. Ich bin ja getötet. So. Ach du Scheiße. Die Frage ist, warum haben wir jetzt nochmal Geld gekriegt? Ach, leider nicht das Lotto-Moment an. Werden unberechenbar. Ach, cool. Blitzwellen machen. Okay, Blitzwellen klingen aber auch geil. Also das ist cool, weil da kann ich mit Mini-Geschossen was machen. Ja, wir nehmen die jetzt erstmal einfach mit. Da müssen wir, glaube ich, Tab drücken. Genau. Weil hier kommen jetzt Mini-Geschosse raus und das sind auch Mini-Geschosse. Okay. Guck mal, jetzt wird es sogar weitergehen. Ah, guck mal. Ah,
das ist dann der Run. Ich habe jetzt ein Gebiet geklärt. Geil. Okay. Cool. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich werde natürlich dann den Run noch später fortsetzen. Schaut gerne in die Beschreibung. Vielen Dank fürs Ermöglichen, vor allem fürs Vorherspielen. Am 29. kommt das Game, wie gesagt, raus. Und mir gefällt es super. Also für mich ist das auf jeden Fall eine 7 von 10. Ich würde gerne natürlich noch haben, dass es sowas wie Auto-Aim gibt, dass ich noch besser mit dem Controller spielen kann. Das ist natürlich ein Skill-Issue. Na, das kann man auf jeden Fall so ein Stück weit lösen. Performance wird, denke ich, noch so ein Punkt sein, der auch noch quasi bei dem Full-Release noch so ein Stück weit dabei ist. Die Idee mit den Moods finde ich geil. Die Waffen fühlen sich cool an mit den entsprechenden Kombos. Da bin ich ein großer Freund von. Kann man auf jeden Fall so ein Stück weit mitarbeiten. Noch steigern. Vom Sound her ist natürlich ein Geschosswaffen. Deswegen ist irgendwann... Na, alles natürlich ein Stück weit repetitiv, aber das ist nicht schlimm. Und ja, ich bin natürlich noch gespannt, wie noch weitere Bosse quasi aussehen. Aber für mich ist eigentlich bei so einem Game die Kombinationsmöglichkeiten das Wichtige. Also ich will, dass der gesamte Bildschirm in die Luft fliegt. So, und ich nicht fest in dem Bild verankert bin, sondern die Waffe ja sogar mit den Upgrades noch mehr Slots bekommt. Na, was dafür sorgt, dass ich noch mehr Shit machen kann. Also wenn einfach alles voller Geschosse ist, bin ich ein sehr, sehr großer Freund von. Na, und auch die Idee mit den Ults ist natürlich absolut nice. Freut mich sehr. Gut. Da würde ich sagen, haut rein und viel Spaß beim Ballern. Tschüss.